Stopp, liebe Food Factory Community, liebe Waldbewohner und liebe Leute des Ödlandes. Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie Nuka-Cola schmeckt, dann ist heute euer Glückstag. Denn ich zeige euch, wie ihr den Original Nuka-Cola-Sirup herstellen könnt, damit auch du jeden Tag eine eiskalte Nuka-Cola genießen kannst. Nuka-Cola, eins der beliebtesten Softgetränke der USA, sowohl vor dem Krieg als auch nach dem Großen Krieg. Gegründet 2044. Und wenn ihr noch mehr coole Fakten über Nuka-Cola wissen wollt, dann schaut jetzt mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es richtig coole Fakten rund um diesen Sirup. Wie ihr den aber ganz einfach daheim herstellen könnt, das verrate ich euch jetzt. Ihr braucht filtriertes, sauberes Wasser, braunen Zucker. Das vermengen wir miteinander, geben da rein die Zeste von einer Limette, von einer Zitrone und von einer Orange. Dann folgende Gewürze: Zimt, Kardamom, Sternanis und Koriandersamen. Das Ganze erhitzen wir jetzt einmal, dass sich der Zucker auflöst. Lassen es dann einmal aufkochen und drehen dann die Hitze runter und lassen das Ganze für 10 Minuten einköcheln. Danach filtrieren wir das Ganze durch ein Sieb und geben folgende Substanzen noch dazu: Zuckercouleur zur Einfärbung, Vanillepaste, den Saft einer Zitrone, den Saft einer Limette und den Saft einer Orange. Verrühren das Ganze, lassen es abkühlen und verschließen das Ganze luftdicht. Jetzt über Nacht noch in den Kühlschrank einlagern und fertig ist unser Nuka-Cola-Sirup. Wie ihr den ganz einfach dann zubereiten könnt, ihr braucht einmal sauberes, sprudelndes Trinkwasser, Eiswürfel und ungefähr 3 Esslöffel auf 250 ml sauberes Wasser und fertig ist eure Nuka-Cola. Und somit könnt auch ihr jeden Tag eine eiskalte Nuka-Cola genießen. Und jetzt könnt ihr wieder weiter scrollen oder ihr schaut auf dem Kanal der Food Factory vorbei.